So, ich lese weiter einfach vor. Ich lese nochmal den zweiten Vers vor, also zur Auffrischung. Also in ihrem Innern, also im Innern der Shushumna-Nadi, läuft die Chitrini. Sie erstrahlt vom Glanze des Pranava, das Pranava ist das Om, und ist für Yogis durch Yoga erreichbar. Sie, in Klammern Chitrini, ist fein wie ein Spinnenfaden. Sie durchdringt alle im Rückgrat untergebrachten Lotusse und ist reine Erkenntnis. Sie, in Klammern Chitrini, ist schön wegen dieser an ihr aufgereihten, in Klammern, Lotusse. Im Innern, in Klammern der Chitrini, läuft die Brahma Nadi. Nadi steht für Kanal. Brahma ist der Schöpfergott in der Trinität, Brahma, Vishnu, Shiva. Steht also für reine Erkenntnis und Schöpferkraft. Und Nadi symbolisiert wahrscheinlich hier den Energiefluss. Sie erstreckt sich von der Mundöffnung Hara ist ein anderer Name für Shiva, bis jenseits der Stätte, wo der Adi-Deva, Adi ist auch wieder ein anderer Name Shiva und Deva heißt eigentlich Geist, herrscht. So, jetzt kommen wir zu Vers 3. Sie ist schön wie wie eine Blitzkette. Ja, sie ist schön wie eine Blitzkette. Zart wie eine Lotusfaser und strahlt im Geiste der Weisen. Sie ist äußerst subtil, ist die Erweckerin der reinen Erkenntnis, ist die Verkörperung aller Wonnen, deren wahre Naturbeschaffenheit reine Bewusstheit ist. Die Brahma-Dwara leuchtet an ihrer Mündung. Diese Stelle ist der Zugang zu der mit Ambrosia übersprühten Sphäre. Und man nennt sie den Knoten oder auch den Mund der Shushumna. So. Sie ist schön wie eine Blitzkette, ist eine Meditationsanweisung. Ja, also man versucht, diese Chakren zunächst einmal zu visualisieren, bis irgendwann der Punkt kommt, wo man ja, seine Achtsamkeit genügend und seine Aufmerksamkeit genügend ausgeprägt hat, dass man einfach nur die Konzentration pflegt und dann automatisch die Wahrnehmung entsteht und dann in der Tat erstrahlt. Dieser Bereich wie eine Blitzkette. Zart wie eine Lotusfaser, das sind alles Annäherungen. Also man versucht hier mit Hilfe von Metaphern sich einem Bewusstseinszustand anzunähern, der eigentlich nicht weiter durch Wörter bezeichnbar ist. Aber man versucht hier die metaphorische Sprache hinzuzuziehen, weil man hofft, so möglichst viel an Erkenntnis zu transportieren. Und in der Tat, im Sanskrit ist das auch möglich, weitaus besser als im Deutschen. Ich gehe jetzt einfach weiter, und zwar zu Vers 4. Wir müssen irgendwann zum ersten Chakra kommen. Der Vers 4, ja, das sind alles erstmal nur Umschreibungen, bevor wir zum ersten Chakra kommen, ja. So, nun kommen wir zum Adara-Lotus. Der Adara-Lotus ist das erste Chakra, das ist der Muladhara-Lotus. Am Sushumna-Eingang befestigt, liegt er unterhalb der Genitalien und oberhalb des Anus. Ja. Er hat vier karminrote Blätter, nee, Entschuldigung, er hat vier karminrote Blätter. Sein Blütenkopf, in Klammern seine Mündung, hängt nach oben. Auf den Blütenblättern trägt er die vier goldschimmernden Buchstaben Wa bis Ja. So, jetzt muss man dazu sagen, dass die Blütenblätter dieser Lotusse im Grunde genommen auch Schwingungen symbolisieren sollen. Und die Buchstaben des Sanskrit-Alphabets, die dort auf diesen einzelnen Blütenblättern jeweils in unterschiedlicher Anzahl pro Chakra angeordnet sind, die sollen verschiedenartige Schwingungen darstellen. Und in der Summe aller Chakren mit dem tausendblättrigen Lotus ergibt das ja das Klangspektrum all dessen, was man aussprechen kann. Und ja, okay, ich will jetzt nicht zu weit in die Mantra-Lehre hinein, weil das ist ein extra Buch. Das ist auch nochmal genauso wie dieses hier, nur das nennt sich gelandete Buchstaben. Und da müsste man auch noch ja, was zu machen. So, okay, Vers 5. In diesem, in Klammern Lotus, liegt die quadratische Sphäre, in Klammern Chakra, für Prithivi. Ja, jetzt gucke ich selber mal nach, was Prithivi ist. Ich muss jetzt nämlich selber nachschauen, das weiß ich nämlich jetzt nicht. Prithivi steht 75. Ja. Das ist überhaupt ein Buch, in dem man sehr viel blättern muss, das muss ich dazu sagen. Das geht auch gar nicht anders. Es ist einfach nicht machbar. Kleinen Moment, bin sofort fertig.
So, okay. Vers 1, 2, 3, 4, 75. Ah, das zu diesem Chakra gehörende Erdelement, die Form dieses Tattva ist quadratisch. Ja, also das Chakra wird in diesem Fall Prithivi. Prithivi ist, ja, tatsächlich Prithivi ist die Erde, das ist das Erdelement. Ja, und dem wird also die quadratische Form beigeordnet, das Viereck. Ja, haben wir auch die Zahl 4. Gut, okay. So, in diesem Lotus liegt die quadratische Sphäre Chakra für Prithivi. Sie ist von 8 glänzenden Speeren umgeben. Leuchtend gelb ist sie und wie ein Blitz so schön. Das gleiche gilt auch für das in ihr befindliche Dharabija. Das Dharabija. Entschuldigung, dass ich das alles nicht mehr so präsent habe. Bija ist eine Keimsilbe. Das weiß ich schon mal vorab. Ja? Also ein Bija ist etwas, woraus etwas anderes erwächst. Ja, es ist sowas wie ein Same, den man zum Erblühen bringt. Und dann erwächst daraus etwas. Dharabija 78. Dann wollen wir mal, oh, um Gottes Willen, ja, nicht zu viel Erklärung. Kubjika Tantra, erstes Kapitel, Pranatoshini, P.8. Ja, danke schön fürs Gespräch. Ja, ihr seht also, es ist nicht so einfach. Ja? Aber in jedem Fall wisst ihr, dass das Dharabija sich jetzt in ihm befindet. Das gleiche gilt auch für das in ihr befindliche, also es ist, nee, in ihr befindet sich das, so ist es richtig. Es ist immer, in weiblich befindet sich männlich und nun, also das ist, ja, gehört auch dazu, zu dieser Symbolik. Wunderbar, ich kann weitermachen. Geil. So, wir haben jetzt Vers 6. So, jetzt kommen wir zu Vers 6. Mit vier Armen geschmückt. Jetzt geht auf die Beschreibung der Schutzgottheit hinzu. Ja, mit vier Armen geschmückt. Und auf dem königlichen Elefanten aufgesessen, trägt er im Schoß strahlend wie die Morgenröte das Schöpferkind. Es hat vier leuchtende Arme und sein Reichtum ist ein viergesichtiges Lotusantlitz. Vers 6. Vers 7. Hier weilt die mit dem Namen Dakini bezeichnete Devi. Das ist also die Gemahlin von dem Er. Ja. Devi ist die weibliche Geistform. Es gibt immer männlichen und weiblichen Part. Ne? Die sind beide ausgeglichen. So, ihre vier Arme erstrahlen in Schönheit, also die haben alle vier Arme. Ne? Also jetzt in diesem Bereich. Ihre vier Arme erstrahlen in Schönheit und ihre Augen funkeln rot. Hohoho. Ich hoffe, das liest jetzt kein Katholik hier. Sie leuchtet wie die Pracht vieler gleichzeitig aufgehender Sonnen. Wow. Sie gilt als die Überbringerin der Offenbarung von der ewig reinen Einsicht. Lass das mal so stehen. Ich habe noch Zeit für einen Vers. Ich kommentiere die Verse nicht. Also es ist hier eine Menge Kommentar dazu geschrieben, aber ich überlasse das euch. Ich lese nur die Verse vor. Vers 8. Dicht bei der Öffnung dieser Nadi, also dieses Kanals mit dem Namen Vajra, das ist also ganz im Zentrum. Vajra heißt eigentlich Diamant, ja, das ist der diamantene Kanal. Und in der Fruchthülle des Adara-Lotus, also des Muladhara ganz unten, leuchtet unaufhörlich das prächtig lichtvolle und blitzähnliche Dreieck, die liebliche Kama Rupa. Kama ist eigentlich Leidenschaft und Rupa heißt Form oder Beschaffenheit. Also es ist ein Dreieck, welches nach unten gerichtet ist. Das ist eigentlich das Symbol für Kraft. Und die liebliche Kama, Rupa, also die Leidenschaft, ja, die liebliche Form, ja, die Form der Leidenschaft. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Hinweis darauf, dass sich das Ganze ziemlich sexuell anfühlt. Ja? Also in den unteren zwei Chakren ist die Energie noch sehr, sehr sexuell. Also so wie kurz vor dem Orgasmus und erst ab dem dritten Chakra zum vierten aufwärts wird diese Energie in Liebe transformiert. Deswegen sind die unteren zwei Chakren von Buddhisten, die klammern die aus, weil die denen zu gefährlich sind. Diese Chakren sind noch zu weit im Bereich der Dualitäten, also noch im Bereich der Möglichkeit von Gut und Böse, Positiv, Negativ etc. pp. Aber das soll uns wahre Yogis jetzt nicht davon abhalten, das hier zu lernen. So. Dicht bei der Öffnung der Nadi mit dem Namen Vajra und in der Fruchthülle des Adara-Lotus leuchtet unaufhörlich die prächtig liebevolle und blitzähnliche Dreieck, die liebliche Kamarupa. Man kennt es auch unter der Bezeichnung Tripura. Tri steht für drei und Pura,